Ja, jetzt bin ich ja schon super stark, ne? Aber das Geräusch dazu. Hallo Synaptics. Hat sie schon den Hammer? Nein. Ich trau mich nicht. Ich darf Erzähl den mir doch was noch über den nicht Hammer. nehmen. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Ich kann den ja nicht einfach nehmen, oder? Der steht ja hier nicht umsonst, um den zu bewachen. Dreckiger Dieb, na warte! Ist der? Ui. Kein Unfug machen. Ui. Komm mal hier. Nein. Oh, bist du schön warm. Hau ihn weg. Der hat dich beleidigt. Ja, aber nur weil ich gemobst hab. Oh, wie es guckt. Was? Warum? Diese Nische hier, ne? Die macht mich irre. Da ist bestimmt irgendwas. Das war die Lampe. So, hinter dem Bücherregal. Bin ich runter in den Keller. Da war das Labyrinth. Da habe ich alle Skelette abgemurkst. Und dann bin ich in die geheime Bibliothek gekommen. Wer diesen Hammer findet, seiner würdig ist, möge die Macht des Tors besitzen. So, und da hinten haben wir uns rein teleportiert. Da war die Rüstung. Was war da noch? Da war Gold. Darf ich dich fragen, welche Kraka du verbaut hast? Das steht unten in der Info. Oh, was habe ich denn jetzt gelernt? Ich habe irgendein geheimes Wissen gelernt. Ich hoffe, dass die Kuppel des Erzbischofs. Das hatte ich doch schon. Hä? Das habe ich doch schon gelesen gehabt. Warum hat es das jetzt. Gesetz der Insel? Hallo Zuckerballer, danke schön für deinen Raid. Hallo, hallo, hallo. 3070, ja, wusste ich. Wusste ich, wollte ich auch sagen, aber ich dachte, wenn das jetzt falsch ist, mache ich mich zum Obst. Eine bunte. Hallo Inisha Rose. Inisha Rose, hallöchen. Hab nicht weit genug runtergescrollt. Hallo, danke, danke, danke. Hallo Nathan. Was hast du gespielt? Dark. Ah, okay. Ja, alles wunderbar. Wir sind in Gothic und wir sind schon ziemlich weit jetzt. Kapitel 5. Ich habe nicht mehr so viele Quests und ich weiß gerade nicht so richtig, was ich noch machen soll. Ehrlich gesagt, Gothic 2, ja. Hallo Tixorino. Und hallo Obstfuchs. Ist aber lieb, dass ihr alle Hallo sagt. So. Ich habe aber ehrlich kein. Tick so reicht? Okay. Ich habe bloß keine Ahnung. Wo ich jetzt hin soll. Wir sind aber mal im MotoGP schauen. Dankeschön. Danke für deinen Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und ich hoffe, du hast jetzt noch viel Spaß beim Moto irgendwas schauen. Ich weiß natürlich nicht, was es ist. Danke, danke. Also wir haben ja hier unten alles. Warum gehen da die Quests nicht weiter?
Warte mal, genau, wir gucken uns mal nochmal die Karte an. Wir hatten ja auch eine Karte gefunden. Aber die hatten wir uns eigentlich auch schon angeguckt. Die hier. Ach, guck jetzt. Da hast du dich also versteckt. Ah, verdammt weit weg. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Oh, wir hatten sie uns doch noch nicht angeguckt. Huch. Ich dachte, wir hätten sie uns schon angeguckt. War aber nicht so. Formel 1 mit Motorrädern. Ah, das magst du ja. Sagt dir sonst keiner Hallo? Doch, aber ganz oft ist es bei Raids so, dass die Leute, die dann rüber geratet werden, halt einfach wieder gehen. Ich brauche ein Schiff. Ein Schiff, eine Mannschaft und einen Kapitän. Ich habe gerade das Buch gelesen. Es ist da von einer geheimen Bibliothek. Achso, nee, das hatten wir schon. Okay, also jetzt braucht man ein Schiff. Du bist mindestens genauso lost wie ich. Ah, mindestens. Vor allem, ich habe das schon mal gespielt, aber zu meiner Verteidigung, das ist 20 Jahre her, ja? 18. Ist das auch mit dem Add-on? Ja, deswegen, ich habe Biljas Klaue auch an. Mach damit Bam, 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 Bam. Sehr zufriedenstellend bisher. Okay, dann kann ich mir jetzt meine Mannschaft zusammenstellen. Das hätte er doch und einen Captain. Frage ich da den Jack, ob der mein Captain sein will? War der Jack nicht ein... Möglich ist alles. Mal gucken. Weil, wie kriege ich denn jetzt eigentlich hier die Schatzkammer auf? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wem klaue ich den Schlüssel? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber das Amulett hast du noch nicht... Doch, doch. Ich habe auch die Drachen schon kaputt gehauen. Wir sind in Kapitel 5. In Kapitel 4 haut man die Drachen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Genau das habe ich auch gesagt. Wenn ich jetzt den Lord Hagen nach dem Schiff frage, sagt er eh nein, hey, ne? Du. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Nur Innos entscheidet. Aber wir wollten ja sowieso noch die Orks im Minental kaputt hauen, wegen Erfahrungspunkten. Guck mal, der wartet doch schon auf uns. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Nein. Was hast du herausgefunden? Gar nichts. Geht dich gar nichts an. Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Sofort. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Ich kann dich im Moment nicht gebrauchen! Hunter? Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Ist immer noch Diego. Ja, der Gorn und ich, wir haben da so eine kleine Hassliebe entwickelt, weil, als wir den ersten Teil gespielt haben, hat er mich in der alten Mine, nee, in der neuen Mine war's, als wir zusammen, gemeinsam, die bösen Jungs aus dem alten Lager dort vertreiben wollten, hat er mir immer ins Kreuz gehauen, weil ich angeblich irgendjemanden umgebracht habe, der Ascherspimmel. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein. Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corinnes. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Ich kann dich doch nicht mitnehmen. Hör auf, Hunter! Oh, ich hab jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass der uns direkt ins sechste Kapitel schickt, ne? Wir wollen vorher noch... Ey, vor allen Dingen, ich hatte diese blöde Seekarte die ganze Zeit einstecken und hab mich gefragt, warum es nicht weitergeht. Im letzten Teil, also Arcania, ja, das habe ich noch gar nicht, niemals, nie gespielt. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So, Jorgen. Wer ist Jorgen? Ich hätte das nicht gedacht.
Aber eigentlich will ich lieber den Jack mitnehmen. Nee, ich suche den Jorgen gar nicht. Will den Jack mitnehmen und aber erstmal. Genau das. Ist das der hier? Ah. Schon mal mit dem gesprochen? Wie lebt sich's im Kloster? Ich werd hier noch bekloppt. Ich komme mir ganz schön dämlich vor bei diesen ewig meckernden Weltverbesserern. Tja, was willst du machen? Bevor ich in der Stadt verhungere, mache ich lieber, was die Novizen von mir verlangen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich könnte dir vielleicht einen Job als Kapitän anbieten. Du willst mich doch wohl nicht verkohlen, mein Junge. Also wenn das wahr ist, dann bin ich doch sofort dabei. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich habe den Novizen hier die halbe Vorratskammer weggefressen. Sind ganz schön sauer, die Jungs. Glaube nicht, dass mich der oberste Magier hier einfach wieder so gehen lässt. Ich muss erst meine Zeche bei Pyrokar abarbeiten. Tut mir leid. Dann halt nicht. Nur Innos entscheidet über Recht und Unrecht. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Ildorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Eine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Das sind doch alles nur Gerüchte. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Ildorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Jorgen! Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Ein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Ja, dann das sind die Dämonen! Haben. Soll ich jetzt die Dämonen vom Xardas umhauen, oder was? Ja, jetzt aber. Also echt mal. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal ins Minental und holen uns dort noch so viele Erfahrungspunkte, wie wir kriegen können. Ich handle stets in Innos Namen. Der Pfad der Tugend ist lang und steinig. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das war keine große Sache. Daran wird sich nie etwas ändern. Das im Minental. Na hier, hab ich sogar schon dran. Was ist das? Da hätte ich mich ja vorhin auch hier hoch teleportieren können, anstatt den Weg hochzulaufen. Die leben enthaltsam, auch was Essen angeht. Ja, wenn dann ein Seemann kommt und dann alles wegmumpelt, das merkt man. So, wir könnten ja theoretisch sogar den richtigen Weg hier laufen. Und nicht über diese Brücke da, weil... Ochse abschlachten! Thirty-five.
Wer meint durch die Klaue Billias einen klitzekleinen Vorteil? Schwarze Trolle oder schaffen das meisten. Ja, die habe ich. Ich habe die ganze Insel Korinis gerade schon sauber gemacht. Also wirklich ganz Korinis bin ich gerade abgelatscht. Ich habe dort alles aufgeräumt, weil ich die ganzen Kriegsherren gesucht habe. Oh, das waren aber viele Schwerter, die jetzt gezogen wurden. Ich glaube, die hängen gerade wieder irgendwo fest. Kann das sein? Hallo? Uchecha, Uchecha. Uchecha, Uchecha? Oh, das sind aber viele. Oh, das sind auch viele. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Feuer beigeflogen. Ah, das sind zwei. Oh. Tixo, stop it. Bitte. Ich sammle alles auf. Wenn du hier schon länger wärst, würdest du wissen, dass ich nichts liegen lassen kann. Außerdem sind die Ork-Eggs überhaupt nicht viel wert. Nee, nee, die sind irgendwie nur 3 Gold oder so wert, aber ich nehme sie trotzdem mit. Eine Katze hat Hunger. Nicht auf die Tastatur sitzen. Ui. Nee. Kann ich nicht bestätigen. Das waren aber ganz schön viele jetzt, ha? Huh? Haben wir einfach so abgemurkst. Mal alle? Wer Rasen ernten und Kartoffeln mähen? Super. Der Rasen ist so fluffy. Also der diesige Sommer hat den Rasen sehr gut getan. Kartoffeln waren relativ wenig auf der zweiten Seite, aber ja, macht ja nichts. Die werde ich heute, also ich habe die gestern nicht mit nach Hause genommen, weil ich ja noch einkaufen gegangen bin danach. Eventuell hole ich die heute noch. Habe auch wieder 2 Säcke Äpfel aufgelesen. Alte Gammeläpfel. Nee, 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 die sind so richtig gammelig. Ohne Rune. Hi. Off to Gift, danke schön für dein Follower. Ja, ja, die fliegen in Biomüll. Die schmeiße ich nur nicht auf den Kompost, weil die Erde dann sauer wird. So viele Äpfel, wie der Baum da getragen hat dieses Jahr.
So. The question is, arbeite ich mich von unten durch oder von der Burg aus? Ich glaube, von der Burg aus ist besser. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Möglich ist alles. Wenn du das nicht kennst, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Der arme Kerl kann ihnen leid tun. Ich habe für so etwas keine Zeit. Wie ist die Lage? Wir verrecken hier alle wie die Fliegen, wenn Hagen nicht bald kommt. Der ist ja on the way. Das hätte er doch besser wissen müssen. Okay, also questtechnisch kriegen wir hier im alten Minental wahrscheinlich nichts mehr. Aber erfahrungstechnisch ist noch einiges zu holen. Das hast du nicht gewusst. Da waren ja auch überall Drachensnapper, die wir nicht geschafft haben, einfach. So. Also einmal jetzt rundrum und clearen, ja? Habt ihr gesagt. Aber da sind schon Elite-Krieger, da freue ich mich ja schon ganz doll drauf. Ja, ihr blöden Penner. Kommt halt alle auf einmal, ey. Ist das nur für mich so lang oder auch für euch? Ich schwöre, ich hätte anders gegen die gekämpft, wenn die nicht alle auf einmal gekommen wären. Aber so musste ich leider den Vorteil der Rampe für mich nutzen. Ich meine, ja, wir sind ja hier, um aufzuräumen und nicht um zu sterben. Wenn der Lord Hagen sich dann noch einmal beschwert, ja? Dass die hier überrannt werden. Dann ist aber was los. Das ist ja gar nicht der Hagen, der heißt ja anders. Oh, da kommt schon wieder Feuer geflogen. Geflogen, setz dich nieder auf meinen Fuß. Ist doch total easy. Ja, müssen wir aber auch. Also es muss ja jetzt auch easy sein, wenn ihr wüsstet, was wir noch für einen Gegner vor uns haben. Dann würden euch die Knie schlottern.
Na gut, 3 ist okay. Boah. Hilfe? Scheiße. Okay, 3 ist vielleicht doch nicht okay. Dann ist ja gut, dass wir sitzen, sonst würden wir umfallen. Wer kommt denn? Tier oder Mensch? Weder noch. Den Meister der Drachen wollen wir doch kaputt hauen, Alexios. Oh, jetzt hat gerade übelst mein Schulterblatt geknackt bei dieser Bewegung. Hier, da geht's schon wieder hinter mich, du Arsch! Scheiße! Ich seh nix! Ah, und der! Ich hab nichts gesehen, aber hat funktioniert. Passiert in dem Alter mal, ja, ich weiß. Die Normalen können ja nichts, ne? Ah, oh, schon wieder. Blöder. Warte. Lass mal her. Ich sehe das. Erst wenn nach dem Knacken knirscht, weil was gebrochen ist oder warum? So, da war doch noch ein Schamane. Hä, kam er nicht von? Ach, da. Ich hab dich gefunden. Dachte, er kann sich verstecken, ne? Ah, hast du falsch gedacht. Mit dem hohen. Ja. Die Biene zieht euch gleich an euren Ohren aus dem Chat raus. Wie kommen die wieder alle zusammen? Die sind aber ganz schön verlinkt hier. Okay, wir müssen erst den Elite-Krieger hauen. Hallo. Man soll doch nicht lügen und nur die Wahrheit sagen. Ja.
Ich blitz Dings alles. Ist das für euch genauso laut wie für mich? Also ist das unangenehm laut? Dann würde ich das im Stream einfach leiser drehen. Oder geht's? Laut ja, unangenehm nein. Okay, na dann geht's ab. Wir sind doch schon fast rum, oder? Wir sind doch schon fast rum um die Burg. Oder? Ein Viertel haben wir. Ein Viertel haben wir geschafft.